Herzlich willkommen zu dem Tutorial Zeichnen mit Canvas und JavaScript. Mein Name ist Frederik Weitz. Wir hatten uns mit dem Arc-Befehl beschäftigt und diesmal wollen wir zu etwas Neuem kommen. Aber bevor ich euch den neuen Befehl zeige, kehre ich nochmal zu den kleinen Programmen zurück, die ich ganz am Anfang, als ich den Arc-Befehl vorgestellt hatte, gesagt habe. Ich zeige euch, wie man die programmiert. Ich habe mich jetzt dagegen entschlossen, weil ich gedacht habe, gut, okay, wir kennen jetzt schon eine ganze Menge an Sachen so, und das könnt ihr vielleicht einfach auch mal selber ausprobieren, so als eine Art Hausaufgabe. Und da hatten wir einmal hier diesen Ball, der herumfliegt, der in einer unregelmäßigen Kurve, naja, zurzeit ist er nicht unregelmäßig, jetzt wird es so langsam, dass ihr seht, okay, da ist eine Unregelmäßigkeit drin. So, und der ist im Prinzip so programmiert, wie das Programm, was wir beim letzten Mal oder in den letzten Videos gedreht haben, bloß dass der eben mit dieser Transparenzfunktion verschwindet. Und das hatte ich euch ja auch gezeigt, ne? Diese Transparenzfunktion, wenn ihr euch erinnert, vor 4 Videos. Ne? So, das wäre so eine Sache, dass ihr das mal ausprobieren könnt. Die zweite Sache waren hier diese Linien. Und im Prinzip habe ich hier zweimal so unregelmäßige Kreise gemacht, also im Prinzip wie hier, so, aber die habe ich eben gegeneinander laufen lassen und immer zwischen den beiden errechneten Punkten habe ich eine Linie gezogen und dadurch kommen dann solche Muster zustande. Das war die zweite Sache, die ich euch eigentlich noch hätte zeigen wollen, aber ihr könnt das, denke ich, selber einfach auch mal ausprobieren. Falls es nicht klappt, fragt mich. Und ihr könnt mich auch um das Programm bitten. Wobei, die spannenden Programme kriegt man eigentlich erst, wenn man tief in die Programmiersprache einsteigt, also wirklich so das harte JavaScript macht. Und das hier, das ist jetzt hübsch, aber eben auch viel Spielerei, was ja auch sein soll. So, das ist das zweite Programm. Und das letzte Programm, naja gut, okay, das hatte ich euch schon gezeigt. Ne? So. Gut, was haben wir dieses Mal vor? Was möchte ich mit euch machen? So, und ich möchte euch diesmal den Befehl und diesen nächsten Male den Befehl Quadratic Curve 2 zeigen. Der hat 4 Übergabeparameter, nämlich einmal x unterstrich Hand, y unterstrich Hand, das sind jetzt meine Vokabeln, und x und y. X und y bezeichnen direkt einen Punkt, also es wird ein Punkt gesetzt und dann daraus eine Linie gezogen, aber diese Linie ist in einer gewissen Art und Weise besonders. Es handelt sich nämlich um eine quadratische Bézier-Kurve und die ist nach ihrem Erfinder Charles Bézier benannt. Das war ein Ingenieur und Designer bei Renault, glaube ich, irgendwie vor 60 oder 70 Jahren. So. Die ist so ein bisschen komplizierter zu verstehen und deshalb werde ich am Anfang erstmal zeigen, wie man die programmiert und dann werde ich erklären, was passiert. So, wie sieht das Ganze aus im Endeffekt, wenn man das hat? So, hier habe ich schon sozusagen so ein relativ weit fortgeschrittenes Programm. Ihr seht, ich verschiebe den Händler, also die erste Koordinate, das hier, das bezeichnet also eine Koordinate. Und diese erste Koordinate, die verschiebe ich entlang eines Kreises. So, das seht ihr hier. So, und das habe ich mir eben, um das mir deutlich zu machen, habe ich mir das eben auch alles anzeigen lassen. Ne? Und der Mittelpunkt, eigentlich ist es eine Linie von diesem Punkt hier bis zu diesem Punkt, aber eben eine Bézier-Kurve dann darüber. Und der Mittelpunkt der Linie zwischen diesen beiden Eckpunkten, da sitzt jetzt der Zeiger drauf und der Zeiger bezeichnet gleichzeitig auch den Mittelpunkt von dem Kreis. So, und das ist, und ich verschiebe jetzt diesen Händler, diese erste XY-Koordinate, die verschiebe ich jetzt hier entlang der Kreislinie. Und dann seht ihr, wie sich die Bézier-Kurve verändert. So, was die Bézier-Kurve ist, das kriegen wir noch. Jetzt möchte ich erstmal mit euch hier ein bisschen in die Programmierung einsteigen
Und dazu gehen wir in unser Programm hinein. Und das Programm habe ich jetzt wieder mal ganz, ganz, ganz entkernt. Also es steht jetzt fast gar nichts mehr drin. So, das Einzige, weil das immer wieder dasselbe ist, ist das HTML drumherum. Den Style, den lasse ich, damit man einfach auch von der Leinwand den Rahmen sieht. Und die Canvas wird immer gleich auch reingesetzt. Wir brauchen keinen Event-Händler hier erstmal, sondern wir wollen einfach nur zeichnen. Dann hole ich mir die Leinwand und davon dann das Zeichenbrett oder den Kontext, wie es eigentlich heißt. So, und dann fangen wir gleich mal an zu zeichnen. Ich sage Brett Begin Path. So, dann bewege ich meinen Zeichencursor, mache auf die Koordinate 100, 100. So. Und dann tippe ich eben diesen etwas längeren Befehl ein, nämlich Quadratic Curve 2. So. Hier beginnt der mit dem Zeichen, also bei 100, 100. Und ich gebe hier nur noch den Endpunkt an. Der Endpunkt, und den habe ich in meinem Beispiel, habe ich den auf 200 und 200 gesetzt. So. Und das ist das Erste, was ich machen möchte. Und das Zweite, was ich mache, ist, dass ich jetzt sage, ich setze mal meine Bézier-Kurve auf den Punkt 100, also die gleiche X-Position, und die Y-Position 200. So. Und wenn wir das gleich sehen, den Händler, den sieht man nicht. Übrigens, wenn ihr euch wundert, warum sagt er ständig Händler, das ist die englische Form, das wird eigentlich Handler geschrieben. Das ist ein Griff. So. Und so wird das dann auch, vielleicht kennt ihr das aus Zeichenprogrammen, wie zum Beispiel Illustrator oder so, da kann man das direkt sehen, da kann man die auch länger ziehen und kürzer ziehen, da wird das in Form von solchen kleinen Linien dargestellt, an dessen Endpunkte dann so kleine Quadrate sitzen, und damit kann man Kurven verändern. So, das soll es jetzt hier erstmal gewesen sein, mehr möchte ich gar nicht machen. Ich mache Close Path und dann mache ich einmal Stroke. Ja, da es sich um einen Pfad handelt, müssen wir auch nur den Pfad zeichnen. So, und mehr brauchen wir jetzt erstmal gar nicht. Und so. Und was ist passiert? So, es sind zwei Sachen passiert. Als Erstes sehen wir hier die Kurve, die Bézier-Kurve. So, und ihr müsst euch jetzt vorstellen, dass hier oben sitzt mein erster Punkt, hier unten sitzt mein zweiter Punkt, und die Bézier-Kurve, dieser Händler von der Bézier-Kurve, der Griff, der sitzt genau hier. Also direkt unter dem ersten Punkt und genau rechts neben dem zweiten Punkt hier. So, und wenn ihr jetzt ausmessen würdet, wie groß ist der Abstand von dem Punkt hier unten, den ich gar nicht sehe, bis hierhin, und wie wird er hier von der Bézier-Kurve geteilt, dann ist das genau die Hälfte. Also der Händler gibt sozusagen so einen Zugmechanismus an, mit dem, wir schauen uns das im nächsten Video nochmal genauer an, gibt so einen Zugmechanismus an, mit dem hier die Kurve rausgezogen wird oder die Linie rausgezogen wird. Warum ist jetzt die Linie da? Das Zeichenprogramm versucht, die Flächen zu schließen, und deshalb wird von der letzten Linie des Pfades zur ersten wird dann auch noch eine Linie gezeichnet. Wenn ich das vermeiden möchte, das möchten wir häufig vermeiden, weil es nicht schön aussieht, dann kann ich zum Beispiel den Befehl Brett Move To, und jetzt geben wir einfach mal irgendwas an, sagen wir mal 150,50. So, und Move To heißt ja einfach nur, dass er jetzt den Zeiger bewegt. So, jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal an.
Und jetzt ist die Linie verschwunden, weil er jetzt sozusagen den sichtbaren Pfad als beendet ansieht. Also ich muss, wenn ich ganz zum Schluss eben dieses Schließen vermeiden möchte, muss ich einfach nur noch mal eine Bewegung reinsetzen. Es ist eigentlich ziemlich egal, wohin die Bewegung geht. Hauptsache, der Cursor wird jetzt einmal bewegt, ohne etwas zu zeichnen. Also der Zeichencursor. So. Und das war es im Prinzip auch schon. Ich kann solche Linien jetzt beliebig aneinandersetzen. So, ich kann sagen, Brett, Punkt, Quadrat, Tick, Quadratic Curve, To. Naja, und jetzt nehmen wir mal nehmen wir mal 200 und 100 als Punktwert, und davor setzen wir, naja, was machen wir jetzt hier am besten? Wir nehmen mal 180 und 120. Ich weiß nicht, wie das aussieht. Also das, da bin ich auch selber immer noch sehr am Rumprobieren, oder ich muss es mir aufzeichnen, um einfach zu sagen, okay, in die und die Richtung wird es eben laufen. So. So. Jetzt seht ihr das hier, und das können wir hier auch noch mal ungefähr sagen, ne? Man kann das von den Linien aus, kann man das ganz gut abschätzen. So, ihr muss ungefähr hier die Kurve, so wie die am Anfang verläuft, als gerade ansehen, und hier auch, und dort, wo die sich schneiden, dort sitzt dann der Händler drauf, und genau dahin wird dann auch die Kurve gezogen. Gut, damit kann man eine ganze Menge schicke Sachen machen. Die Funktion ist, ist auch relativ schnell, weil sie ja vor allem aus Additionen besteht, vorzugsweise. So. Und die Berechnung dahinter, die sieht zwar wüst aus, ist aber gar nicht so komplex. Man braucht ein bisschen höhere Mathematik, um das erstmal durchschauen zu können, aber es ist tatsächlich nichts allzu Kompliziertes. Nichtsdestotrotz, wir schauen uns die Kurve das nächste Mal auf einem ganz einfachen Niveau an, einfach damit wir so eine Idee bekommen, was passiert eigentlich bei der Bézier-Kurve. Und in dem übernächsten Video zeige ich euch dann nochmal, wie man so ein Stück weit damit animieren kann, weil man damit eben auch ganz schön dann Formen verändern kann. Gut, aber das kriegen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat das Video erstmal gefallen. Dann drückt mir bitte einen Daumen hoch, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und gehen mal wieder so ein bisschen so in die höhere Mathematik hinein. Bis dann!